Das Ende rückt immer näher. Auch wenn es die Fans der Fantasy-Serie Game of Thrones vermutlich nicht wahrhaben wollen, so langsam wird es Zeit, Abschied zu nehmen. Die Dreharbeiten zur 8. und somit finalen Staffel sind fast beendet. Serienheldin Emilia Clarke, 31, hat ihre letzten Aufnahmen als Sturmtochter Daenerys Targaryen sogar schon im Kasten. Das Großprojekt, Game of Thrones, ist für sie offiziell vorbei. Eine Tatsache, die die britische Schauspielerin offenbar sehr sentimental stimmt. Auf Instagram sagt Clarke der Erfolgsserie jetzt Lebewohl. Sie verabschiede sich von jenem Land, in dem sie sich fernab der Heimat für fast ein Jahrzehnt immer zu Hause gefühlt habe, so Clarke. Seit 2011 stand die Schauspielerin als Mutter der Drachen vor der Kamera und bereiste während der Dreharbeiten unter anderem traumhafte Locations in Marokko, Spanien oder auf der maltesischen Insel Gozo. Aus Kollegen wurde Familie. Danke Game of Thrones für das Leben, von dem ich nie zu träumen gewagt hätte, es leben zu können, und für die Familie, die ich niemals aufhören werde zu vermissen, schreibt Clarke in ihrem Gut-Abschied weiter. Ihre emotionalen Worte erreichen dabei nicht nur ihre rund 17,5 Millionen Fans auf Instagram. Auch ihrem Serienkollegen geht das Lebewohl der Schauspielerin sichtlich nahe. So kommentiert Cersei Lannister-Darstellerin Lena Headey, 44, schöne Worte. Ich liebe dich. Jason Momoa, 38, der in den ersten beiden Staffeln Khal Drogo und den späteren Ehemann von Daenerys Targaryen verkörpert, pflichtet der 44-Jährigen zustimmend bei. Es war großartig. Wirklich. Und du warst unglaublich, heißt es derweilen von John Bradley West, 29, der sich in Game of Thrones als Sam Tarly einen Seriennamen machte.